بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal begonnen mit der Ayah Maliki Yawm al-Din, und wir haben gesagt, es gibt zwei Lesearten, und zwar zum einen zu sagen Maliki und zum anderen Maliki Yawm al-Din. Und die Bedeutung dieser zwei Lesearten war, dass Allah erstens der Besitzer allen Seins ist, so existiert nichts außerhalb seines Besitzes, und zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala der König und Herrscher ist, dessen Befehle umgesetzt werden. Die Weisheit hinter den verschiedenen Lesearten dieser Aya ist, dass es bei den Geschöpfen durchaus möglich ist, ein König zu sein, ohne einen Besitz zu haben. Denn der Besitz des Menschen ist ein vergänglicher Besitz. Entweder vergeht der Besitz noch zu Lebzeiten oder die Menschen sterben und hinterlassen ihre Besitz. Doch der einzige Subhanahu wa ta'ala, dessen Besitz nicht vergeht und der selbst beständig ist, ist Allah Subhanahu wa ta'ala. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass jemand unter den Geschöpfen etwas besitzt, doch keinerlei Macht hat. So werden seine Befehle nicht umgesetzt, obwohl er der Besitzer ist. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitzer, dessen Macht unvergänglich ist. Der einzige König, dessen Besitz unvergänglich ist, und der einzige Besitzer, dessen Herrschaft ewig ist, ist Allah azza wa jalla. Und das ist die Bedeutung von Maliki und Maliki Yawm al-Din. Allah azza wa jalla hat nun den Tag der Auferstehung sehr, sehr oft im Koran erwähnt, weil der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und dem Tag der Auferstehung den Menschen eben dazu veranlasst, natürlich moralisch zu leben, tugendhaft zu leben, gottesfürchtig zu leben. Jemand, der nicht glaubt, dass es einen Tag der Abrechnung gibt, wird sich auch nicht fürchten vor der Gerechtigkeit. Und deswegen eines der wichtigsten Belege für den Glauben an das Leben nach dem Tod ist, dass wir die Ungerechtigkeit auf dieser Erde sehen. Es gibt viele, die sind ungerecht, sie klauen, sie töten, sie stiften Unheil auf dieser Erde. Wenn es keinen Tag des Gerichts gäbe, wäre Allah subhanahu wa ta'ala dann nicht der Gerechte. Denn der Dieb könnte ja dann sein ganzes Leben lang in Pracht und Prunk leben, und dann stirbt er und dann war's das. Und deswegen ist der Glaube an die Abrechnung eines der wichtigsten Bestandteile, damit eine Gesellschaft intakt bleibt. Und deswegen die andere Glaubenslehre, in der es heißt, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist, ist eine Glaubenslehre, die natürlich den Menschen nicht motiviert, Gutes zu tun. Weil wenn meine Sünden nicht mehr aufgeschrieben werden, da jemand für mich diese Sünden übernimmt oder gar übernommen hat, wenn ich nicht zur Rechenschaft gezogen werde, warum sollte ich mich dann hüten, Schlechtes zu tun? Habe ich irgendetwas zu befürchten? Nein. Al-Quran und Al-Islam sind Quellen für die Gesellschaft der Menschen, sodass sie dann eben so handeln, immer
mit dem Gedanken, mit dem Hintergedanken, dass ich für meine Handlung zur Rechenschaft gezogen werde, selbst wenn ich auf dieser Welt vielleicht nicht von den Menschen verurteilt werden kann, wenn ich nicht von den Menschen zur Rechenschaft gezogen kann, so darf ich nicht vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Richter am Tage der Auferstehung ist. Deswegen ist dieser Glaube sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala loben zu Beginn der Surah Al-Fatiha und wenn wir an seine Gnade und seine Barmherzigkeit glauben, das führt natürlich zu was? Zur Gottesfurcht, zur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann dürfen wir aber nicht vergessen auf der anderen Seite, dass Allah azza wa jal der Herrscher und der König und der Besitzer des Tages der Auferstehung ist. Und deswegen sagte auch Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala in diesen Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin sind die Säulen des Gottesdienstes enthalten. Die Säulen der Ibadah. Denn Alhamdulillahi Rabbil Alamin deutet auf die Liebe hin. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist fürsorglich. Er lenkt die Angelegenheiten, er versorgt die Menschen, er heilt sie, er gibt ihnen, was sie benötigen. Und das führt zur Liebe. Und das ist natürlich die Grundsäule der Ibadah. Denn die Ibadah ist, wie wir sehen werden, die völlige Liebe mit der völligen Hingabe. Es ist die völlige Liebe mit der völligen Hingabe. Und Ar-Rahman Ar-Rahim deutet auf die Hoffnung. Denn der Gnädige, der Barmherzige, der Allgnädige, subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der den Menschen vergibt. Also deutet das auf die Hoffnung. Und die dritte Aya, Maliki Yawmiddin, deutet darauf hin, dass wir Allah fürchten müssen. Und das sind die Grundbestandteile der Ibadah. Liebe, Hoffnung, Furcht. So sagte Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, Al-Ibadah ist wie ein Vogel, dessen Kopf die Liebe ist und dessen beide Flügel die Furcht und die Hoffnung ist oder sind. Und deswegen ist Suratul Fatiha so gewaltig, ist Suratul Fatiha so voller Weisheiten. Wir könnten Monate und Jahre lang über Suratul Fatiha lesen und das Werk des Gelehrten Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, Madarijus Salikin, heißt ja Madarijus Salikin, Baina Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Er sagt, also das Werk heißt, die Stufen der Schreitenden, zwischen dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Das heißt, das ist nichts anderes, dieses Werk, als eine Erläuterung, ein Tafsir, eine Erklärung dieser Ayah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Und er sagte auch, rahimahullahu ta'ala, Iyaka na'budu ist das Heilmittel zum Ikhlas. Wa iyaka nasta'in ist das Heilmittel zur Demut. Das heißt, Iyaka na'budu ist das Heilmittel gegen Augendienerei. Denn du sagst, dir dienen wir, sonst keinem. Wa iyaka nasta'in ist das Heilmittel gegen Hochmut, sondern du wirst dich demütigen. Und so weiter und so fort. Es gibt viele, 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 viele Weisheiten in Suratul Fatiha, dass sie auch sämtliche Säulen des Iman beinhalten. Das werden wir bi idhnillahi ta'ala noch sehen. Kommen wir nun zu einigen Ayat, zu einigen Beschreibungen des Tages der Auferstehung. Allah Azza wa Jal sagte darüber, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemandem nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Und diese Ayat, liebe Geschwister, ist fantastisch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier zwei Mittel, mit denen man sich schützen könnte, zumindest mal im Diesseits. Und zwar einmal durch die Kraft des Geldes und zum anderen durch die Kraft des Menschen.
Das heißt, wenn du in Schutz genommen werden willst, entweder du bezahlst, ja, und dann kannst du in Schutz genommen werden, oder du hast kein Geld, aber du hast Leute, die dich schützen. Und wer sollte einen eher schützen als alle anderen? Natürlich deine eigenen Kinder. Ja, die eigenen Kinder sind diejenigen, die am meisten ihre Eltern schützen. Der Fremde natürlich, vielleicht nur, wenn er ein Bekannter ist oder wenn du ihn sehr gut kennst oder wenn du ihm Geld gibst oder sowas anderes. Das sind zwei Möglichkeiten. Aber alle beiden Möglichkeiten gelten Yawm al-Qiyamah nicht mehr. Deine Kinder sagen sich los von dir, wie wir schon gesehen haben, und dein Geld kommt nicht mit dir. Du wirst dein Geld lassen, wie ich schon sagte. Maliki und Maliki. Yawmiddin deutet ja darauf hin, dass Allah Azzawajal weiterhin der Besitzer ist. Im Gegensatz zum Menschen, mit deinem Tod verlassen dich deine Verwandten, deine Bekannten, deine Freunde, dein Vermögen, alles verlässt dich, nur deine Taten begleiten dich mit ins Grab. Was bringt einem dann Yawmul Qiyamah? Eben die nächste Ayah. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt, der wird in Sicherheit sein. Der wird die Gnade Allahs Azzawajal erfahren. Der wird Yawmul Qiyamah keine Furcht haben. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich sehr fantastisch im Koran, in vielen, vielen Ayat, wie Allah Azzawajal Aspekte, gesellschaftliche, soziologische Aspekte erwähnt und Regeln und Grundregeln hier erklärt, wie die Menschen leben und was sie brauchen. Und hier natürlich erklärt Allah Azzawajal dem Menschen, nicht, dass du denkst, Yawmul Qiyamah könntest du so weitermachen wie auf dieser Erde, indem du alle Menschen bestechst und indem du sie schmierst und indem du das Geld verteilst hier und dort, damit dein Ansehen bleibt, damit niemand dich angreift. Oder nicht, dass du denkst, du könntest deine Sippe, deinen Stamm, dein Volk rufen, dass sie dir helfen. All das wird nichts nützen, Yawm al-Qiyamah. Und wenn nicht mal deine Kinder dir etwas bringen, dann wird auch der ferne Verwandte, der ferne Bekannte, der Nachbar, der mit dir gar nichts zu tun hatte im Leben, erst recht nichts bringen. Was allein bringt dir, dass du mit gesundem Herzen kommst zu Allah Azzawajal. Und der nächste interessante Punkt in dieser Ayah ist, dass Allah Azzawajal nicht gesagt hat, nur wer ein gesundes Herz besitzt. Es geht nicht nur darum, ein gesundes Herz zu besitzen, sondern es zu nutzen. Und deswegen an all diejenigen, die sagen, Hauptsache, du hast ein reines Herz. Das war's. Besitzt du ein reines Herz? Das reicht. Du musst nicht beten, du musst nicht fasten, du musst nicht spenden. Guter Charakter, Alhamdulillah, das reicht vollkommen aus. Das widerspricht dieser Ayah. Nicht, dass jemand denkt, er könnte diese Ayah als Beleg nehmen. Denn Allah Azzawajal sagte nicht, nur wer ein gesundes Herz besitzt, nein, nein, sondern er sagte, nur wer zu Allah mit einem gesunden Herz kommt, und das Kommen ist eine Bewegung. Das heißt, du musst gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst diesen Weg beschreiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Ibn Qayyim al-Jawziyyah sagte, zwischen der Tat und zwischen dem Herzen ist eine Strecke. Und zwischen dem Herzen und zwischen Allah ist eine Strecke. Und die Strecke zu Allah wird nicht mit den Füßen beschritten, sondern mit dem Herz. Dein Herz muss von Stufe zu Stufe gelangen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das in deinem Leben verinnerlichst, wenn du danach lebst, wirst du was? Wirst du ein Glücklicher sein, ein Glückseliger. Du wirst jemand sein, der die Gnade Allahs azzawajal yawm al-qiyamah erfahren wird. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte natürlich auch diesen Glauben an den Tag der Auferstehung in zahlreichen Ayat, so zum Beispiel in der Ayah: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhawil qurba
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Die ungefähre Bedeutung lautet: Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, und das ist der wichtige Punkt für uns hier, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind und das sind die Gottesfürchtigen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt also hier als Säule des Glaubens, den Glauben an den Tag der Auferstehung. Und an diesem Tag werden nur diejenigen gerettet, die die Gnade Allahs erlangen. Doch diese Gnade verdienen nur jene, die in ihrem Leben einzig und allein Allah gedient und an Allah angebetet haben. Dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad: Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an yu'bad Allah wa la yushraka bih wa la yushraka bihi shay'. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Menschen ist? Er sagte: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, dass sie ihm dienen und ihm niemanden beigesellen. Er sagte: Weißt du, was das Recht der Menschen gegenüber Allah ist, wenn sie dies tun? Er sagte: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, dass er sie nicht bestraft. Das ist das Abkommen zwischen dem Menschen und Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat sich selbst auferlegt und er ist der König, der Herrscher, der Besitzer allen Seins subhanahu wa ta'ala. Aber so gnädig wie er ist, hat er dies ebenso geboten: Wer ihm niemanden beigesellt, den wird er von der Hölle retten. Möge Allah uns vor der Hölle retten. Der Tod ist die kleine Auferstehung. Und wer gestorben ist, kann nicht mehr zum Leben zurück. Ja, und deswegen ist es die Auferstehung. Es geht nicht darum, wann beginnt Al-Qiyamah, also die Auferstehung, sondern die wichtigste Frage ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, als er gefragt wurde, wann beginnt die Qiyama, sagte er zum Fragenden: Und was hast du dafür vorbereitet? Das ist wichtig, denn du könntest heute sterben und das Leben auf dieser Erde geht noch 5000 Jahre weiter. Hast du irgendetwas davon? Du hast nichts davon. Sondern du musst deine Tage und deine Minuten und Sekunden nutzen, um näher zu kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagte über diese Tatsache des Todes: Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Und Allah Azza wa Jal sagte: Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und bevor der Tag der Auferstehung beginnt, wird alles auf der Welt zerstört werden. Dazu befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil, in das Horn zu blasen. Allah azza wa jal sagte: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. Und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Und am Ende bleibt nur noch der Schöpfer subhanahu wa ta'ala und Besitzer der Welten und er wird dann sagen: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
wem gehört heute die Herrschaft? Und dann antwortet Allah selbst, denn es gibt keinen, der antworten wird, Allah dem einen, dem Allbezwinger. Alles wird an diesem Tag vernichtet werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Kullu shay'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. Ihm gehört das Urteil und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und zur Auferstehung wird dann noch einmal ins Horn geblasen. Und da sagte Allah Azza wa Jal dazu, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Und die Mushrikin, die Polytheisten zur Zeit des Propheten, haben zwar an Allah als Schöpfer geglaubt, doch haben sie die Auferstehung geleugnet. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag aber ja doch bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt, und dies ist Allah ein Leichtes. Und es gibt natürlich viele Atheisten, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben. Und da kommen sie mit Argumenten, die jeder gesunde Menschenverstand für nichtig erklärt, indem man sagt, ich habe noch keinen gesehen, der von dem Jenseits zurückgekommen ist. Was ist denn das für eine Argumentation? Ist in der Wissenschaft, ja, im wissenschaftlichen Denken, ist es eine Voraussetzung, dass ich etwas erkenne, nur wenn jemand mir darüber Bescheid gesagt hat, oder wenn ich weiß, dass diese Sachen existieren durch andere Belege? Das heißt, was sie sagen könnten anhand dieser Argumentation höchstens wäre, ich weiß es nicht. Aber sie können es doch nicht verneinen. Ja, wenn man sagt, ich glaube erst, wenn jemand es mir sagt, dann weiß er es immer noch nicht, ob jemand gestorben ist und eine Welt vorgefunden hat nach seinem Tod oder nicht. Aber es zu verneinen, geht nicht. Und noch einmal, wenn wir uns die Welt anschauen und wie sehr Ungerechtigkeit herrscht auf dieser Welt, dann muss es einen Tag der Auferstehung geben, an dem die Gerechtigkeit walten wird und an dem jeder sein Recht bekommt. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Yawm al-Qiyamah die Menschen oder beziehungsweise selbst die Tiere Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen werden und es kommt ein Schaf ohne Hörner, das getötet wurde durch ein Schaf mit Hörnern, und es wird sie werden auferstehen Yawm al-Qiyamah, und dann darf dieses Schaf ohne Hörner diesen anderen Schaf mit Hörnern töten, und so bekommt jeder sein Recht, und dann werden sie zur Erde. Und da sagt, wenn der Käfer, der Ungläubige, dies dann sieht, Yawm al-Qiyamah, dann sagt er, wäre ich doch nur Erde gewesen oder Sand gewesen. Genauso wie die Tiere, die dann zu Erde werden. Allah Azza wa Jal hat die Scheinargumente der Kuffar bezüglich des Glaubens an den Tag der Auferstehung erwähnt und er hat sie widerlegt. Und zwar sagte er subhanahu wa ta'ala, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Die Erschaffung und die Auferweckung von euch allen ist nur so wie bei einer einzigen Seele. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte auch die Zweifel eines Mushriks, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und zwar sagte Allah azza wa jal,
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt. Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch. Und er ist der Erschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei. Und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Allah Azza wa Jal sagt hier, auf die Frage des Zweiflers, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Was ist denn schwieriger, das erste oder das zweite Mal? Natürlich, das erste Mal ist immer schwieriger als das zweite Mal. Bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nichts Schwieriges. Aber der Mensch soll verstehen, wenn Allah azza wa jal imstande war, den Menschen aus nichts zu erschaffen, ist er dann nicht imstande, den Menschen aus etwas zu erschaffen? Allah subhanahu hat den Menschen aus nichts erschaffen. Und bei der Wiederbelebung erschafft er ihn aus etwas. Er war ja schon existent, der Mensch. Und das sind also zwei Gründe als Widerlegung dieses Scheinarguments. Erstens, Allah azza wa jal kann das, was er schon einmal getan hat, wiederholen. Das ist der erste Punkt. Das zweite Mal ist leichter als das erste Mal. Und zweitens, beim ersten Mal war die Schöpfung aus nichts. Und beim zweiten Mal ist es eine Wiederbelebung oder Wiederschöpfung. Also ist sie einfacher. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist alles gleich, einfach, denn Allah Azza wa Jal ist zu allem imstande. Das ist nur eine logische Erklärung für den Menschen, dass er versteht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Erschaffung, Wiedererschaffung natürlich ausführen kann, subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hat uns auch erwähnt, wie wir auferstehen werden. In welchem Zustand? Er sagte, alayhi salatu wassalam, wie Aisha radiallahu anha berichtete, تُحْشَرُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا قالت عائشة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ Der Prophet sallallahu alayhi wasallam sagte, die Menschen werden am Tag der Auferstehung barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt. Aisha radiallahu anha sagte, O Gesandte Allahs, die Frauen und die Männer, allesamt schauen sich gegenseitig an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Lage ist viel schlimmer, als dass sie sich dafür interessieren. Möge Allah uns vor diesem Tag bewahren und möge er uns in Schutz nehmen. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma berichtete, قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاتا غراتا عراتا غرلا
Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Ibn Abbas sagte, der Prophet hat uns, sallallahu alaihi wasallam, hat uns eine Predigt gehalten und sagte darin, O ihr Menschen, ihr werdet zu Allah barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt. Dann sagte er, Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Und an diesem Tag werden einige Menschen auf ihren Gesichtern hervorgebracht. Möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal sagte, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln vor sich hin, blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuerglut. Möge Allah uns davor bewahren. Dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik berichtete, قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحْشَرُ أَهْلُ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيهِمْ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Der Gefährte Anas berichtete, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, wie werden die Leute des Feuers am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammelt? Er sagte, derjenige, der sie im Diesseits auf den Füßen gehen ließ, ist in der Lage, sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern gehen zu lassen. Und diese Menschen, Yawm al-Qiyamah, die nicht an Allah Azza wa Jalla geglaubt haben, die nicht an den Tag der Auferstehung geglaubt haben, werden in ihrem Schweiß sein. Und zwar reicht einigen der Schweiß bis zu den Knöcheln, den anderen reicht er bis zu den Knien, die anderen ertrinken gar in ihrem Schweiß. Und in dieser Situation gibt es den Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala, der für diejenigen gedacht ist, die an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben und die auch Gutes getan haben. Der Glaube an den Tag der Auferstehung ist also eines der wichtigsten Punkte im Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, in den Säulen des Iman, denn er führt dazu, dass man sich vorbereitet. Sinn und Zweck dieses Glaubens ist, sich natürlich vorzubereiten. Wenn ich weiß, ich habe eine Prüfung, wäre es unachtsam, diesen Zeitpunkt der Prüfung zu ignorieren und sich nicht dazu vorzubereiten. Und deswegen muss jeder von sich die Frage stellen, bin ich bereit, dass Malakul Maut mich heute besuchen kommt, um meine Seele zu nehmen? Bin ich bereit? Bist du bereit zum Sterben? Bist du bereit, dass deine Seele nun aus deinem Körper gelangt? Und dann, dass du keine gute Tat mehr ausführen kannst? Bist du dafür bereit? Oder bist du noch nicht bereit? Wenn wir noch nicht bereit sind, dann dürfen wir in die nächsten Zeiten und Momente und Stunden und Jahre nicht vergeuden. Und das ist die Tücke des Teufels, dass er dich dies vergessen lässt. Ja? Er lässt den Menschen vergessen, dass er in jedem Moment, zu jedem Zeitpunkt sterben könnte. Und der Glaube nun an den Tag der Auferstehung besteht erstens an den Glauben an den Tod, zweitens an den Glauben oder besteht aus dem Glauben an das Leben im Grab, also Al-Barzakh, diese Zwischenwelt, zwischen der Stätte der Dunya, des Diesseits, und der Stätte des ewigen Verbleibes, ist eine Stätte des Übergangs. Und das ist das Leben im Grab. Und das Leben im Grab wird im Koran erwähnt, es wird in der Sunna erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala hat darüber berichtet und der Gesandte alayhi salatu wassalam. Und drittens, der Glaube an die Auferstehung
und was alles dann passieren wird, Yawm al-Qiyamah, an Abrechnung, an die Waagen, also die Waage, die worauf die Taten bzw. die Menschen oder bzw. die Schriften gewogen werden, an diese Brücke, As-Sirat, die zum Paradies führt, über die welche sehr schnell gleiten werden, andere sehr langsam, die sehr, sehr dünn ist, sehr, sehr scharf ist, und die Menschen, die in die Hölle müssen, fallen dann eben in die Tiefe, in die Hölle, dann an den Glauben an die Hölle und an das Paradies. Möge Allah Azza wa Jalla uns vor der Hölle bewahren und möge er uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Das ist der Glaube an Yawmu al-Qiyamah, und wir werden inshallah das nächste Mal noch einiges darüber sagen. Wer nun diese Aya liest, Maliki Yawmiddin, muss erstens sich daran erinnern, Allah Azza wa Jalla ist nicht nur Malik, sondern er ist auch Malik. Das bedeutet, er besitzt und herrscht am Tage der Auferstehung. Dann, dass wir erkennen, dieser Tag der Auferstehung ist ein gewaltiger Tag, in dem abgerechnet wird, in dem man zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen, wenn du diese Aya liest, Maliki Yawmiddin, stell dir vor, du stehst nun vor dem Herrn des Tages der Abrechnung, am Tage der Abrechnung. Stell dir vor, du stehst da. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wie wir dort stehen. Barfüßig, nackt und unbeschnitten, so wie Allah uns das erste Mal erschaffen hat. Und wenn du da so stehst und deine Sünden kennst du und du kannst sie nicht leugnen und deine Glieder werden sprechen und zwar gegen dich aussagen, das alles sollte ein Mensch während des Gebetes sich vor Augen halten, sich vorstellen, darüber nachdenken. Jedes Mal, wenn du die Sura Al-Fatiha liest, beginnst du mit dem Dank und dem Lob an Allah subhanahu wa ta'ala. Und du liebst ihn dadurch. Dann gehst du zur zweiten Aya und du preist ihn damit, indem du seine Gnade und seine Barmherzigkeit erwähnst. Und das führt dich zur Hoffnung. Aber dann liest du auch die dritte Aya. Und das sollte dich zur Furcht bringen vor Allah subhanahu wa ta'ala, indem du deine Sünden dir vor Augen hältst und dir vorstellst, wie werde ich Yawmul Qiyamah reden, um nicht in die Hölle zu kommen. Was soll ich Allah azza wa jal sagen, wenn er mich fragt, warum hast du deine Augen benutzt, um das zu sehen, was ich dir verboten habe? Warum hast du die Ohren benutzt, um das zu hören, was ich dir verboten habe? Warum hast du deinen Mund benutzt, um das zu sagen, was ich dir verboten habe? Warum hast du deine Hände benutzt, um das anzufassen, was ich dir verboten habe? Das musst du dir vorstellen, wenn du diese gewaltige, besondere Sura liest. Wer an all das nicht denkt und es einfach so runterliest, diese Sura, wird natürlich keine Demut empfinden im Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Demut geben im Gebet und möge er uns verhelfen, die restlichen Tage des Ramadan aufrichtig und mit Erwartung auf die Belohnung und mit tiefem Glauben fasten und mit dem Gebet beleben. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.